Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen vor dem Handy oder vor dem Rechner oder wo ihr immer diese Videos guckt. Bei mir sind heute zwei Frauen. Tatsächlich sind wir heute männertechnisch in der Unterzahl. Wir haben wie immer dabei Panda. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Boosty. Ja, und wir haben Wuppi dabei. Ja, das ist richtig. Ich bin ja seine Frau. Schön. Sehr schön, sehr schön. Und Wuppi, darf ich dich fragen, wann du dich als behindert identifizierst? Also bei mir ist das andersherum. Also ich bin transbehindert, aber anders aufgebaut, ne? Also ich sehe viele Leute als behindert an, die eigentlich nicht behindert sind. Ich dachte, du wärst eigentlich wirklich behindert, würdest dich aber als nicht behindert sehen. Ich dachte, das. Nee, ich identifiziere andere Leute als behindert. Das ist. Ja, es ist auch. Ist auch okay, kann man machen. Ja, ja, es soll heute um das TV-Duell von dem Höcke gegen Vogt gehen. Aber wir sehen hier den Oliver Welke eingeblendet, wie er schon die Hände auf dem Tisch geknallt hat. Ja, es geht darum, darf man denn überhaupt mit Leuten wie Höcke im Fernsehen reden? Ja, das Ganze wird natürlich hier wieder satirisch behandelt. Wir wissen es, wir haben hier schon den Bären-Counter am Start, unten links in der Ecke. Haben wir einen Bären-Counter? Ja, ich mache einen Bären-Counter. Perfekt. Machst einen Bären-Counter, ach geil. Ich war ja von dem TV-Duell war ich ein bisschen enttäuscht, ne? Ich habe erwartet, dass immer, wenn Rechtsextremismus oder irgendein anderes Buzzword kommt, haben wir gesagt, wir werden trinken. Aber sie haben ganz am Anfang, haben sie erstmal richtig vorgelegt. In den ersten 5 Sekunden kam zweimal Rechtsextremismus. Da habe ich gedacht, oh, das wird gefährlich, ne? Und dann im Laufe des Abends ist es halt nicht weiter eskaliert. Also hat mich ein bisschen gewundert. Ich fände es lustig, wenn Höcke jedes Mal, wenn das käme, entweder Rechtsextremist oder Faschist, dass er sich dann einmal so um seine eigene Achse dreht. Und das wäre übelstes Meme geworden. So, Höcke, geht's Ihnen gut? Ja, klar. Okay. Und dann, gut, und er redet weiter. Ich muss ihn nicht Faschist nennen, das hat ein Gericht bereits gemacht. Und er dreht sich einfach wieder und dann verlieren die halt den Faden dadurch, weißt du? Das wäre schon witzig. Okay, ihr habt die Macht über den Stopp-Knopf, meine Lieben. Wir starten. So, wir starten direkt mal mit der Frage der Woche. Darf man mit Faschisten reden und das auch noch im Fernsehen? Look. Gestern Abend war es soweit. Das große TV-Duell Mario Vogt CDU gegen Bernd Höcke AfD. Gut, ich persönlich hätte es gezeigt unter dem Titel Höcke Horror Picture Show, aber dann müsste es ja nach 23 Uhr laufen. So, in der Rückschau wahrscheinlich kein großer Gamechanger für die Thüringen-Wahl im September, aber ja, doch immerhin ganz unterhaltsam. Vor allem dieser eine jetzt schon legendäre Moment, der wirklich original rüberkam, bitte nicht das wie ein Loriot-Sketch. Das Lieferkettenbesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der... Bevor wir hier in den Mettbrötchen-Skandal gehen, er hat Bernd gesagt, Mann, wir sind im Jahr, wir haben jetzt fast Sommer 24 und der Typ sagt immer noch Bernd. Er wird es noch einige Male mehr machen, da bin ich mir sicher. Auf seinem Grabstein wird später stehen Oliver Bernd Welke. Einfach nur, weil er ihn so oft Bernd genannt hat. Er lässt sich das patentieren, Alter. Nach Opern will seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Ich habe gerade gesagt, gehacktes Brötchen. Nee, Sie hat gesagt. Das ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt, nett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Herr Müller-Lüdenscheid, es heißt Mettbrötchen, Sie alte Hackfresse. Ja, wie schön, dass wir die wichtigen Fragen gleich klären konnten, meine Damen und Herren. Mett, Hack. Über den Sinn des ganzen Duells kann man einen Tag später immer noch trefflich streiten. Wuppi. Vor allem, weil ja gar keine... Ja, bitte. Wie würdest du denn ein Mettbrötchen und ein gehacktes Brötchen voneinander separieren? Wahrscheinlich gar nicht. Also für mich ist Mett... Warte mal, Mett ist doch... Ist doch Schweinefleisch, oder? Richtig. Gut. Ein gehacktes kann für mich auch pures Rinderfleisch sein. Ja. Aber so, gehacktes würde, also Mett muss ja super frisch sein, wenn du es auf dem Brötchen isst, ne? Ja, genau, richtig. Und gehacktes ist halt gehacktes, weißt du? Das ist nicht dafür da, um es aufs Brötchen zu schmieren, sondern es sollte halt angebraten werden. Ja, richtig. Also ein gehacktes auf dem Brötchen habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Also das muss irgendwie was
was, keine Ahnung, aus einem anderen Teil Deutschlands sein. Ja, denn ich kenne es so, es gibt Rezepte, da kannst du dann so Brötchen nehmen, machst also ein Aufbackbrötchen, sag ich mal, schmierst du Frischkäse drauf, machst du dann dein Gehacktes drauf und dann streust du Käse drüber und dann kommst du in den Ofen. Mhm. So, und dann hast du ein gehacktes Brötchen. Landesthemen drankam. Dafür hat aber Mario Vogt seine Bekanntheit gesteigert. Den kannte ja keiner außerhalb von Thüringen. Für ihn war das gestern also ein großer It's-a-me-Mario-Moment. Stopp. Und ja, wenn man bedenkt, wie wenig man... Stopp. Jetzt kennt man ihn als Witzfigur. Oh! Darf man ja, das noch sagen? Ist das zu sehr beleidigend? Als Witzfigur? Ja. Das, meinst du das noch in Ordnung? Darf man das noch sagen? Sag zur Sicherheit nochmal, dass du dich von dieser Aussage distanzierst, dann sollte es klar gehen. Sollte es nicht erlaubt sein, distanziere ich mich davon, ja. Genau. Supermarkt vorher zugetraut hat, war es am Ende fast ein Punktsieg. Er ist ruhig geblieben, ganz wichtig, hat aber viele schöne kleine Wirkungstreffer gelandet. Es ist einfach, stopp. Einen Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen. Das ist sein Wirkungstreffer? Ernsthaft? Also, ist das Satire von dem Welke gewesen, dass Vogt nach ihm einen Punktsieg geholt hat? Mit vielen kleinen Wirkungstreffern? Also, soll ich wohl eigentlich meinen, ja. Ist das die Art von Satire, die hier in der Heute-Show verkörpert wird? Denn ja, ich, also ganz vielleicht, ehrlich, also, diese ganzen Satire-Sendungen sind nichts als Propagandamaschinerien heutzutage. Ja, ja. Aber vielleicht haben wir unterschiedliche TV-Duelle gesehen, aber er blendet hier das Richtige ein. Das ist jetzt für ihn, weiß ich nicht, die richtige Stichelei, ihn zu senden. Ich muss ihn ja nicht Faschist nennen, das hat ein Gericht schon gemacht. Also bitte. Ich lese ganz oft, ja, man muss die AfD inhaltlich stellen. Das ist inhaltlich für ihn? Das hat ein Gericht schon gemacht. Weiter. Ein Gericht schon. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Mein Gott, was ein Huch. Das haben wir auch schon gesagt, als wir das ganze Duell, also fast das Ganze geguckt haben. Es ist einfach so maximal respektlos. Das sollte kein Politiker von einem Kollegen einfach so behaupten, dass es gehört sich nicht. Selbst wenn sie erbitterte Erzfeinde sind, hast du doch immer noch irgendwie sachlich zu bleiben und nicht sowas rauszuhauen. Ja, und es ist witzig, Panadur hat es das angeführt als unverschämt, glaube ich, war dein Wortlaut, wie sich der Vogt da gegenüber dem Höcke verhält, in einem Auge zu Auge, ja, in so einem TV-Duell. Und die führen das hier als seinen absoluten Hits, weißt du, als seine Highlights aus dem TV-Duell an. Das sind die mit Abstand schwächsten Momente für jeden, der nicht komplett verstrahlt ist im Kopf. Was soll denn der Scheiß, Alter? Du lieferst nichts Inhaltliches. Höcke nimmt dich da gerade wirtschaftlich auseinander. Höcke nimmt sich da migrationstechnisch auseinander. Und das Einzige, was da kommt, ist, es heißt Mettbrötchen, ja? Es heißt gehacktes Brötchen, das wüssten sie, wenn sie aus Thüringen kommen. Ja, Alter. Ja. Oder dann ist sein absolutes Hitpiece dann, ja, wenn sie dann im Krankenhaus sind, ne, und sie haben ja dann alle Ärzte abgeschoben, dann kommt da keiner mehr, wenn sie auf das Knöpfchen drücken. Aber das wird dann der Reichskanzler Höcke selber merken. Inhaltlich ist da gar nichts. Ruder diskutieren mit ihrem Spiritus Rector. Das ist einfach die große Gefährlichkeit. Stopp. Ich hätte wenigstens erwartet, dass sie heute... nach links. Ich möchte das nochmal mit dem Schloss drauf haben. Höcke zur Eröffnung kommt. Und das, dass sie auf dem Nazi-Schloss in Schnellroda diskutieren mit ihrem Spiritus Rector, das ist einfach die große Gefährlichkeit. Ich hätte wenigstens erwartet, dass sie heute den Mumm haben, zu ihren Thesen zu stehen. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Was ein Kurz vorm Flennen! Ja, der war kurz vorm Flennen, wirklich. Oder? Ein erstaunlich unsouveräner, ja, wehleidiger Auftritt von Bernd. War das so ein Drehzeltauftritt? Ist das sein... Also... Die Satire soll das sein, was da links eingeblendet ist. Ja, die ganz klare Anspielung an sie. Ja, und das, was er da aber gerade sagt, er glaubt es selbst nicht, aber er versucht es den Zuschauern glaubhaft zu machen, dass sie es für sich adaptieren und sagen, ja, der war da kurz vorm Wein, denn da wurde er auf jeden Fall komplett auseinandergenommen bei dem Scheiß. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir wissen alle, wie die Heute-Show tickt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gleich die große Pointe kommt und er den Vogt komplett in der Pfeife raucht, indem er ihm sagt, das war der größte Blödsinn, was er ihm da vorgeworfen hat und sowas. Das ist so frech, einfach zu sagen, dass er sei komplett unsouverän gewesen. Das ist einfach eine glatte Lüge. Der war auch nicht kurz vorm Heulen. Also ja,
Natürlich, was ist jetzt die Absicht hier dahinter? Die Absicht dahinter ist natürlich allen Leuten, die das Duell nicht gesehen haben, was auch eine Menge sein werden, die aber sich halt die Heute-Show reinziehen, halt eben zu sagen, boah, ja, guck mal, so ist es gewesen. Obwohl es halt einfach nicht stimmt. Das ist halt so plump und stumpf. Und ja, die Mehrheit wird es nicht gesehen haben. Erstmal ist es nur für ein Bundesland interessant gewesen. Und da war es dann auch nur interessant für die AfD und die CDU. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass mehrheitlich Leute aus der CDU, mehrheitlich Leute aus der AfD und AfD-Wähler oder Sympathisanten dieses TV-Duell deutschlandweit verfolgt haben als CDU-Wähler. Ganz viele Leute aus anderen Bundesländern, die gar nicht mit diesen beiden Parteien irgendwie sympathisieren, die werden sich das gar nicht angeguckt haben. Und das ist dann nun mal eben der, ja, ich sag mal, etwas linkspolitischere Teil, ne? Das, die hier die Heute-Show gucken, irgendwelche Studenten, Alter. Ich meine, wenn hier gleich wieder die Kamera durch das Publikum schwenkt, ich hoffe es, können wir einen Freescreen machen, ja. Und dann können wir einfach mal gucken, was für Spaßvögel da rumsitzen. Aber es sind natürlich nicht nur Studenten, es sind halt auch, denke ich mal, oftmals einfach Leute, die es halt abends im Fernsehen gucken, also die über 50-Jährigen, die über 60-Jährigen, also auch ziemlich große Wählerschaft, die das halt eben einfach stumpf alles aufsaugt. Alter, wie lost müsstest du sein, wenn du mit über 60 diesen Bums hier noch guckst? Ich glaube, das ist halt so ein, ja, ich bin jetzt 17 und jetzt versuche ich mich so ein bisschen für Politik zu interessieren, ja, das wäre ganz edgy. Du musst halt bedenken, ist immer noch das ZDF und das guckt. Die Zielgruppe ist halt über 60 hauptsächlich. Also ist zwar diese Sendung an sich ist auch, wie du sagst, für Jüngere ganz gut geeignet, sag ich mal, und für sie aufgearbeitet, aber wir haben auch sehr viel von diesem Boomer-Humor da drin, der halt auch die Älteren dann entsprechend unterhält. Wuppi, willst du noch was dazu beisteuern oder sollen wir weitergucken? Weitergucken. Okay. Halt auch gar nicht gewohnt ist, dass ihm widersprochen wird. Ne? Wobei er natürlich auch gestern die übliche Doppelrolle gespielt hat. Also mal gibt er den sensiblen Grübler und sagt, Hass ist mir fremd. Größter Lacher der Sendung. Wenige Sekunden später will er gar keine Muslime mehr ins Land lassen. Und Remigration haben wir übrigens völlig falsch verstanden. Er meint damit deutsche Auswanderer, die wieder nach Hause kommen. Ist klar. Ist klar. Die Stopp, ganzen berechtigte Kritik. Versager, die zurückkommen. Ne? Ja. Und WeltTV hat... Berechtigte Kritik an der Aussage, das hätte man weiter ausführlicher breitreten können. Ja, ich denke, das ist ihm selbstbewusst. Ja. Dennoch, jedem ist bekannt, was die Pläne sind und welche Leute zu remigrieren sind. Ja? Straftäter, Leute, deren Asylaufenthalt hier abgelaufen ist, Leute, deren Asyl einfach unnötig ist, im Sinne von, ja, in deren Heimatland ist kein Krieg mehr. Also der Grund, weswegen sie das Asyl beantragt haben, ist weggefallen. Leute, die sich hier illegal aufhalten und so weiter und so weiter. Ne? Also die Liste, das sind nicht irgendwelche Leute, die eingewandert sind, um hier zu arbeiten, sondern das sind halt überwiegend die Leute, die ihr Aufenthaltsrecht hier mittlerweile, ja, wie sagt man, Panda? Verwirkt haben. Das Event natürlich, wie wir es erwartet haben, maximal aufgepumpt gestern Abend, inklusive stundenlanger Körpersprachanalyse danach. Wirkte anfangs auch etwas, sage ich mal, oberlehrerhaft und etwas abwertend. Später dann ist er aber in die Offensive gegangen. Er nimmt plötzlich viel mehr Raum ein. Er geht viel mehr nach vorne. Er geht in den Intimbereich, in die Intimzone der anderen Person. Das habe ich gar nicht mehr im Fernsehen gesehen. Also anfangs dachte ich so, ah, okay, das ist cool, das ist der Typ von der Redefabrik. Mhm. Ich glaube, da bin ich Zähneputzen gegangen oder so. Und dann habe ich den Scheiß gar nicht mehr gehört. Erstmal, der Typ trägt einen übel schicken Anzug. Und dann, Alter, Marius, sag mir, wo hat die AfD dich angefasst? Hat Höcke sie im Intimbereich berührt? Junge. Da ist schon wieder Bernd, das ist die 3. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben Sie das mitgekriegt gestern? Das hätte ich doch gesehen. Gott sei Dank verpasst. Und übrigens wären die Nazi-Schloss-Witze von Mario Vogt noch besser gekommen, wenn seine CDU-Fraktion nicht schon Gesetze mit der Thüringer AfD durchgebracht hätte. Ist ja die Frage, was bringt es heute noch immer wieder rechtsextrem zu sagen im Zusammenhang mit der AfD? Rechtsextrem. Meine Höckes-Fans mögen ihn ja genau dafür. Stopp. Nächste Woche startet zum Beispiel schon das... Was bringt es, hat er gefragt. Es bringt gar nichts. Und das hat man jetzt über die letzten Jahre gesehen. Ja, ich meine, eine Partei, Leute aus der Partei, die Wähler als rechtsextrem zu bezeichnen,
macht die eigene Partei, macht die eigene Politik der gewählten Parteien, SPD, FDP, die Grünen, halt, also die, die in der Ampelregierung sind, nicht besser. Deswegen hat man ja auch ZDF-intern und generell ÖRR-intern umstrukturiert und will jetzt gar nicht mehr sagen, ja, der ist rechtsextrem oder sowas, sondern jetzt hat man umgeplant, und das haben wir ja unter anderem gesehen, wir haben mal darauf reagiert, das war das, Wuppi, wo die Demokratie die AfD verklagt hat in Form oder in Persona von Maximilian Krah. Erinnerst du dich noch? Ja, natürlich erinnere ich mich. Genau, und da hatte man nämlich die interne Umstrukturierung bereits umgesetzt. Und zwar will man jetzt nicht mehr erklären, dass die AfD rechtsextrem ist oder sonst was, sondern jetzt möchte man eben dem Zuschauer zeigen, was passiert, wenn eine Partei wie die AfD an die Macht kommt und konzipiert sich irgendwelche absurden Szenarien. Und das hat der Oliver Welke in einem Podcast selbst gesagt. Ich kann es hier gerne gleich, wenn ich meinen Monolog hier abgehalten habe, nochmal einblenden. Er sagte nämlich, ich paraphrasiere hier einmal kurz, dass die nämlich die Umstrukturierung dahingehend machen, dass es halt also offensichtlich bringt es nichts, die AfD dementsprechend zu framen. Deswegen zeigt man es jetzt den Leuten, damit sie merken, was eigentlich auf sie zukommt. Und das natürlich komplett überdramatisiert, komplett herbeifantasiert. Ich würde vielleicht eine Frage an euch beide nochmal mit reinnehmen, die auch aus der Community kam. Das jetzt muss ein bisschen ausholen. Aber da hat uns eine Hörerin über Instagram geschrieben, wieso so negative Ereignisse wie die NS-Diktatur mit Blick auf das Lernen, also das Lernen aus der Vergangenheit, anscheinend so wenig Spuren im Hier und Jetzt hinterlassen, weil aus ihrer Sicht ja gerade alles undemokratischer wird. Also sie hat dann ganz konkret nach der Notwendigkeit von politischer Bildung gefragt. Was würdet ihr sagen, warum ist das so, obwohl es ja durchaus politische Bildung gibt? Ich meine, wir werden es ja nicht müde zu betonen. Wir machen das Ganze hier auch mit der Georg-von-Vollmer-Akademie zusammen. Ist eine Koproduktion. Die machtpolitische Bildung wird dieses Jahr übrigens 75 Jahre alt. Also es gibt durchaus politische Bildung. Und trotzdem kann man ja gerade beobachten, wenn man jetzt der Hörerin folgt, es wird gerade irgendwie ein bisschen undemokratischer. Was glaubt ihr, warum ist das so? Wer zuerst? Fang du an, Olli. Ja, also mir fiel nur gerade ein, dass ja, glaube ich, die Ampel, wenn ich jetzt nicht völligen Quatsch erzähle, neulich erst die Mittel ausgerechnet für die Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt hat, was ich für eine ganz schlechte Idee halte, aber das nur am Rand. Ansonsten stellen wir natürlich jetzt durch unsere Arbeit mit der Heute-Show fest, wo wir ja auch jahrelang dachten, dass es irgendwie wichtig wäre und auch, sagen wir mal, zu Bewusstseinsänderungen führt, wenn man zum Beispiel nachweist, wie eng die Verbindungen von Teilen der AfD ins wirklich rechtsextreme und neonazistische Lager sind, und stellen halt fest, also zumindest so muss man die Umfragen ja wohl lesen, dass das einen großen Teil der Leute gar nicht mehr erreicht. Also das kann man sich kaum vorstellen in Deutschland, aber alleine das Wort rechtsextrem reicht jetzt auch nicht mehr, um da so bei einigen Leuten jedenfalls ein Nachdenken auszulösen. Wir sind dann jetzt dazu übergegangen, eher durchzuspielen, was passieren würde, wenn so eine Partei ihre Programme in die Realität umsetzt, also inklusive EU-Austritt oder sogar NATO-Austritt. Und wenn man das dann runterdekliniert, was das wirklich bedeutet, müsste vielleicht der ein oder andere Protestwähler nochmal auch aus rein egoistischen Motiven seinen eigenen Wohlstand betrachtend neu nachdenken. Ich glaube, man muss an dieses ganze Thema anders rangehen. Ich glaube, dass auch die Medien, und ich will Satire da gar nicht ausnehmen, zu lange so eine Art, ja, das ist fast ein bisschen zu despektierlich über die eigene Arbeit, aber etwas zu sehr gepredigt hat und auch ein bisschen zu oft über die Stöckchen gesprungen ist, die populistische Parteien einem hinhalten. Man muss da etwas anders rangehen, glaube ich, wenn man nicht eines Tages in einem anderen Land aufwachen möchte, jedenfalls. Also, was haben wir dazu gelernt? Sozialisten lügen, wie immer. Verfahren wegen der verbotenen SA-Losung alles für Deutschland. Genauso illegal wie Heil. Und das weiß er natürlich als Geschichtslehrer. Ich verklag jetzt erstmal den Welke. Der hat zwei Sachen gesagt, die man nicht sagen darf. Ist echt so. Da wirst du nur zu hören bekommen. Ja, aber im satirischen Sinne. Ja, halt's Maul. Boah, Anna. Und, Entschuldigung. Ja, sehr gut. Mach weiter. Kommt der Hass. Nee, was wollte ich jetzt? Jetzt bin ich raus. Verdammte danke, Axel. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, genau, das hätte er selbst als Geschichtslehrer wissen müssen, hat er ja gesagt. Nein, das hat kein Mensch, bevor das irgendwie öffentlich wurde, diese ganze Thematik im Zusammenhang mit Höcke, hat kein Mensch gewusst, dass das eine SA-Parole wäre. Niemand. Panda, soll ich dir noch was sagen? Es ist so scheiße allgemein, dass du, weißt du, wenn das jetzt irgendwie ein Zauberspruch wäre von der SA, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche dunklen
lateinischen Formulierungen irgendwas rückwärts gesprochen oder sowas, dann vielleicht, ne, wenn man es jetzt unbedingt so haben möchte. Aber alles für Deutschland verbieten. Sind die geistig behindert? Was ist denn das für ein Scheiß? Ohne Scheiß, und da haue ich mir mit voller Gewalt auf die Fresse. Was machen denn die für einen Schwachsinn? Ich hab jetzt am eigenen Leibe mitbekommen, was hier diesen Volksverhältnisparagrafen geht. Das ist pure Willkür. Das ist einfach nur geistig behindert. Wenn die AfD mal hier regieren sollte, dann hoffe ich, wird dieser Paragraph gegen die richtigen Leute gewandt. Ja. Ich wollte noch was dazu sehr gut. Ich wollte dazu noch was beitragen. Panda, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, dass kein Mensch wusste, dass diese Phrase verboten sei. Ah, genau. Danke. Ich habe es auch nicht gewusst. Und zwar, jetzt wurde Höcke im Gericht von Halle, war das, ne? Da läuft der Prozess. Wisst ihr, was am Gerichtsgebäude steht? Ja, habe ich gesehen. Jedem das Seine. Jedem das Seine. Das ist so scheiße allgemein, dieses Panda. Oh, was trägst du gerne für Pullover? Ich? Ja. Wollpullover. Ja, ich mag den Stoff nicht so, aber jedem das Seine, ne? Oh, pass auf, du wirst angeklagt. Ja, aber ey, das ist eine Phrase, die wir jeden Tag wahrscheinlich benutzen, wenn wir über irgendwie Sachen sprechen, die Geschmackssache sind, ne? Ja. Steht aber auf der Innenseite von jedem KZ. Mhm. Lehrer. Hat das denn gerufen? Weil ich mal einen Wahlkampfabschluss gemacht habe in einem rhetorischen Dreiklang. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für... Siehste, der Bernd war das gar nicht. Ja. Das waren seine SA-Männer im Saal. Ne? Frech. Und Alter, ist das ekelhaft. Ist das ein ekelhafter Kotzbrocken. Oh mein Gott. Lustig. Junge. Das ist Stürmerniveau. Das ist Stürmerniveau, auf dem dieser Schüttere da vom GZ alimentiert, da mir ins Gesicht liegt. Das ist ja unglaublich. Es ist einfach maximal frech und ich weiß gar nicht, was ich jetzt so anführen soll jetzt. Also was soll ich dazu sagen? Ist das eigentlich Volksverhetzung, was er da macht? Nach meinen Maßstäben ja. Ja, er kann doch nicht einfach irgendwelche Leute mit irgendwelchen Nazis oder sowas gleichsetzen. Wir sehen ja, er kann. Ja, das ist doch genau das Gleiche, als wenn ich jetzt irgendwelche Muslime mit allgemeinen Terroristen gleichsetze. Mhm. Das ist doch genau das Gleiche in Grün. Tja. Und ich sage Ihnen, das ist typisch. Der Höcke tut immer so mutig, traut sich aber zum Beispiel nie, für den AfD-Bundesvorstand zu kandidieren. Traut er sich nicht. Neulich hat er in Thüringen... Ja, da ist dann auch die Frage, traut er sich nicht oder will er nicht? Hat er sich jemals dazu geäußert? Weiß das einer von euch? Er macht hier auf Pseudo-Nachrichtensprecher, hat sich aber nie dafür getraut, beim ARD die Tagesschau sich darauf zu bewerben. Oh, ja. Ja, Alter, möchte gern Nachrichtensprecher. Ja, was soll das? Sind wir doch mal ehrlich. Welke träumt doch schon ganz lange von einer Primetime auf ZDF, aber kriegt nur die Heute-Show auf den Freitagabend um 22.30 Uhr. Mhm. Aus Angst, dass er kein Direktmandat holt. Was für eine Pussy. Ja, Pussy. Seine Anhänger ficht das alles nicht an. Im Netz haben sie Höckes persönliches Wahlingrad von gestern Abend längst zum Endsieg umgedeutet. Und das rechtsextreme Magazin Kompakt. Also, er zieht das wirklich so durch und will uns wirklich glaubhaft machen, dass Höcke da gerade gestern oder generell in diesem TV-Duell gegen den Vogt sein persönliches Waterloo oder sowas erlebt hat? Ja, das glaubt ihn doch kein Mensch, der das Ding gesehen hat. Junge, Höcke hat den armen Mann, den armen Knaben von der CDU komplett hops genommen. Wenn die nicht ein Verhör geführt hätten, die Moderatorin, was denn jetzt in seinem Buch steht, ja, wenn man diese Buchdebatte, wo sich der Vogt hätte, wo er sich dann ausruhen konnte, und dann am Ende sagen die, Herr Höcke, jetzt müssen wir Ihre Redezeit ein bisschen reduzieren, Sie sind mit fast doppelt so viele voraus wie der Vogt. Ja, ihr habt ja auch 20 Minuten mit dem Höcke über sein Buch gequatscht. Ja. Wo der Vogt sich ja natürlich dann zurückgelehnt hat und gesagt hat, ja, dann lasse ich den jetzt hier mal in Bredouille. Ja, also. Ja, schön gegrinst hat er. Ja, dieses Grinsen von dem Wuppi. Unerträglich. Verkauf nicht weiter Höcke-Devotionalien. Mit der AfD sind wir kritisch, aber Björn Höcke
ist der, dem zumindest ich vertraue, und wir haben ja die schöne Silbermünze zu seinen Ehren gemacht, den Kompakt Höcketaler. Ja, der Höcketaler, patriotisch und wertbeständig. Ernsthaft, wer kauft so einen Scheiß? Ja, ich kann dir sagen, wer so einen Scheiß kauft. Irgendwelche merkwürdigen Boomer, die da halt Bock drauf haben. Lass sie doch, mein ja. Gott. Ich find's auch mega cringe, wie die Jugend sagen würde, aber lass die Leute doch, mein Gott. Ist halt irgendwie wie so ein Mickey-Maus-Magazin, ey. Ja, gibt's dazu das Spielzeug? Ja, es gibt halt viele, die einfach dieses komische Münzsammeln-Hobby haben. Mein Gott, andere sammeln, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh!-Karten, da beschwert sich auch keiner. Richtig. Das kostet dreimal so viel wie eine normale Silbermünze und dabei ist das ein Fehldruck. Hier, gucken Sie mal, die Idioten haben den falschen Vornamen genommen. Das ist ich werde nicht mit einer Waffe, ich werde nicht mit einer Waffe dazu gezwungen, den Scheiß zu kaufen. Das ist so dreist, dass dieser sich da über irgendeine Münze echauffiert, während der von mir Druck betankt wird mit Geld. Du. Junge, diese Sendung ist ja wirklich so absurd. Mir fehlen teilweise wirklich echt die Worte. Also es tut mir leid, was soll ich dazu sagen? Der macht sich lächerlich. Also jeder, der Augen im Kopf hat und das TV-Duell gesehen hat, weiß, dass er da sitzt und er lügt sich da ein zurecht. Er lügt sich in den Glauben rein, dass es wirklich so passiert ist. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas so oft erzählt, dass ihr es irgendwann so verinnerlicht habt, dass ihr es dann wirklich selbst glaubt, das ist das, was ich hier sehe. Nee, ich kauf dem das nicht ab. Kauf dem das nicht ab. Ja, ganz ehrlich, der wird das Duell selbst nicht gesehen haben. Der hat einfach einen Zettel hingelegt bekommen. Da steht dann drauf, was er vorzulesen hat. Das liest er vor, fertig. Das interessiert ihn wahrscheinlich selbst nicht mehr. Ja. Trotzdem arschteuer. So, und im Kompakt-Fanshop gibt's aber natürlich nicht nur den Höcketaler. Nein, sondern zum Beispiel auch die Bernd-die-Wurst-Gesichtswurst. Kein bisschen vegan und selbstverständlich 0% halal. Ja, Gott sei Dank. Außerdem die Restbestände des coolen Adidas-DFB-Trikots mit der aus Gründen sehr seltenen 44 gegen Aufpreis auch in SS-Schwarz. Alter! SS für super sexy. Ey, das in Schwarz sieht ja richtig nett aus. Das sah wirklich gut aus in Schwarz. Ne? Anders als Mainstream-Tasten hat sie den Henkel rechts. Oh mein Gott. Und nichts. Das ist vollkommen unlogisch. Du brauchst. Oh, Panna, willst du uns jetzt wirklich erklären, dass man die Tasse drehen kann? Nee, ich wollte damit erklären, du kannst den Griff doch nicht rechts haben. Du brauchst den rechten Arm doch für andere Sachen. Als wahrer Faschist und so. Okay, das ist wirklich eine bessere Erklärung, als ich sie erwartet hätte. Ja, ich dachte jetzt so, man muss die Tasse nur drehen, dann ist der so links. Ja. Und dann dreht Panda sich so um und dann, nee, dann kriege ich da ja gar nichts mehr rein. Weil, der hat uns echt heute richtig nass gemacht, ne? Jetzt schon so. Krass. Sagt so Demokratie wie die Höcke-Winkel-Katze. Das ist der linke Arm. Kompakt, Fanshop. Oder doch nicht. Ja. Ich meine, hey, da waren doch super Geschenkideen dabei. Nächste Woche ist Führers Geburtstag. Oh mein Gott. Das ist so stumpf. Es ist unfassbar. Also ganz ehrlich, das ist auch so ein Problem wirklich von so Linken. Bin ich ehrlich. Also wird man mich nicht daran erinnern, jedes Mal, dass da ja am wann ist das? 20.04. Geburtstag. 24. Ja, das auch nicht. 24. 20.04. Ja, ich stehe morgens auf und keine Ahnung, mach meinen Alltag und dann gehe ich abends ins Bett und dann ist der 21.04. Du glaubst doch nicht, dass ich daran denken würde. Doch, ich feiere das immer ganz groß. Dann fahr ich immer zum jährlichen Lanzer-Konzert mit meinen blank polierten Springerstiefeln und feier mit meinen Atzen. Ja, der Führer geboren ist. Hä? Puppi, Alter, ihr seid alles Broker-Atzen, die nur bei einer Shisha über Kohle quatschen. Da bitte einen Toneffekt reinschneiden, ja. Junge, Alter, das ist mir hier zu viel. Also, wenn ich im Publikum sitzen würde und er erzählt da, ich weiß nicht, wird man rausgeschmissen, wenn man Tomaten auf ihn wirft? Vermutlich schon. Dann mache ich einfach den Araber und werfe einen Schuh auf ihn. Ich hoffe, du zielst gut. Ich kann gut werfen. Schön. Also, dass ich nicht treffe, liegt vielleicht auch, ich weiß nicht, wie die Distanz ist, sagen wir mal so 15 Meter. Boah,
ja, komm, ich gebe dem Ganzen 80% Chance, dass ich treffe. Ich distanziere mich natürlich von Gewalt, aber das wäre schon witzig. Aber nicht von fliegenden Schuhen. Nee, das ich halt war mal, da kann ich mal eine kurze Anekdote erzählen. Ich war mal auf einer grünen Demonstration, bin in den Sicherheitsbereich mit reingekommen. Also da, wo halt nur Grüne rumherum waren, ne? Und hätte ich da irgendwie, keine Ahnung, Mittelfinger hochgehalten oder irgendwie geschimpft oder sowas, hätten die mich sofort rausgeschmissen, ne? Was hab ich gemacht? Ich habe einfach nur einen Schuh in die Luft gehalten. Wie man das in der arabischen Welt so macht und ihr der Dame, die da vorgetragen hat, einfach nur die Schuhsohle gezeigt hat. Die Dame, die vorgetragen hat, war aus dem arabischen Kulturraum und hat sofort verstanden, um was es geht. Und die hat mich sehr sehr erbost angeguckt. Ich habe mich sehr gefreut über diese Geste. Aber ganz ehrlich, ich find die Geste gut. Weil, ich auch, ich finde sie super. Das ist so etwas, im Chinesischen ist es auch respektlos, wenn du auf dem Boden sitzt, setz dich im Schneidersitz. Weil mach nicht die Füße lang, weil wenn vor dir jemand ist, weiß ich nicht, also in China hat man das ja sehr mit dem Respekt gegenüber anderen, höhergestellten, älteren und so weiter, ne? Mhm. Dass man ihnen nie die Schuhsohle zeigt. Dann setzt du dich in den Schneidersitz. Ach, deswegen. Ja, und das ist dann halt, denke ich mal, auch so in deren Kultur, ne, dass man der maximale Disrespekt ist der Schuhwurf, wie bei Bush damals. Ja. Aber auch, ich zeig dir die Schuhsohle, also wirklich, du bist der Dreck unter meinen Schuhen quasi, ne? Mhm. Ja, genau, richtig. Das ist, du bist nichts wert, außer das ist wirklich eine richtig starke Geste, um Verachtung Boden zu zeigen. Genau. Finde ich gut. Du ziehst einfach den Schuh aus. Ja. Über den Lauf der Veranstaltung haben dann auch immer mehr Leute gecheckt, was diese Geste eigentlich bedeutet. Dann kamen so Security-Leute und das waren halt so Bodenstangen und dann wollten sie mich da weg komplimentieren. Und dann habe ich gesagt, ja, zwing mich doch. Das hat sehr lange gedauert, bis sie dann ein paar Polizisten rangeholt haben, die mich tatsächlich dann rauskomplimentiert haben. Aber bis dahin hatte ich sehr viel Spaß gehabt. Sei froh, dass dir keiner den Schuh geklaut hat, aus der Hand gezogen hat und weggeworfen hat. Oh, okay, das wäre wirklich dumm gewesen, ne? Ja, weil dann rennst du halt nur noch mit einem Schuh da rum. Mhm. Und dann denken die Leute, du bist arm oder so. Und denken, ja, der hat gar keine Schuhe und hat einen gefunden. Aber die hätten genau richtig. Komm, lass ihn hier weiterlaufen. Ich möchte eigentlich, in einer halben Stunde bin ich raus. Okay. Immer wieder an den gesunden Egoismus der Bürger appellieren. Ja? Was passiert, wenn ein von der AfD oder vielleicht sogar von ihm regiertes Deutschland wirklich aus der EU austritt? Ja? Was passiert dann mit unserem Wohlstand? Höcke sagt, die EU muss sterben. Oder in den blumigen Worten eines anderen AfD-Früchtchens. Europa ist ein... Damit das wahre Europa leben kann. Ja, schön, dass sie es immer weglassen. Kann man bitte das ganze Zitat nennen? Ich meine, es ist auch mittlerweile kein unbekanntes Zitat mehr. Das ist so dreist, dass die sich das halt, dass die das wirklich einfach machen und durchziehen und es einfach klappt und irgendwie keinen interessiert. Die GEZ muss sterben, damit Welke von Bürgergeld leben kann. Also mal ehrlich, ich verstehe nicht, weiß Welke nicht oder die ganzen Spasten, die das falsch zitieren, dass man einen Satz zitiert, bis der Punkt kommt und nicht bis das erste Komma kommt. Nein. Was für Spasten, Alter. Weiter geht's. Fruchtsalat mit Bananen, Trauben, Apfelstückchen und alles, was eben so in einen guten Fruchtsalat gehört. Aber was die machen wollen, aus diesem Fruchtsalat aus Europa, die wollen einen Smoothie daraus machen. Buh! Smoothie! Na gut, wenn die Banane lauter braune Stellen, dann kannst du nur noch einen Smoothie daraus machen. Erfahrungswert. Deutschland als Exportnation in der Mitte Europas lebt ziemlich gut vom Smoothie-Geschäft. AfD gefährdet also wirklich Wohlstand und AfD gefährdet Sicherheit. Wir reden hier von Wohlstand und die EU möchte das Verbrenner aus. Ich glaube, jetzt mittlerweile wurde es gekippt, ne? Vielleicht checkt mich da eben kurz, wenn ihr wollt. Ich erzähle erstmal weiter. Denn auf jeden Fall war man jetzt erstmal ganz lange auf dem Kurs und man hat dementsprechend natürlich auch die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie dementsprechend anpassen müssen, weil man ja wusste, was ab 2035 dann auf sie zukommt. Das sind jetzt noch 11 Jahre oder sollte es bis 2030 sein? 35 meine ich. Und
du baust dir dementsprechend natürlich irgendwo Standorte auf, wo du dann deine Verbrennermotoren noch fertigen kannst, weil, naja, wenn dann zum Beispiel in Amerika, kannst du dann noch neue Verbrenner kaufen, dann macht es Sinn, dort zu fertigen, anstatt sie in Deutschland zu fertigen und dahin zu exportieren, weil in Deutschland werden die dann nicht mehr verkauft, weißt du? Dürfen ja nicht mehr. Mhm. Man nimmt seine komplette, eine der größten Wirtschafts- oder Industriezweige in Deutschland hoch, das, wofür Deutschland weltbekannt ist, und er redet mir davon, dass die AfD den Wohlstand verringert. Also bitte, guck dir doch mal den Wohlstand an. Wie viele Leute können sich heute noch ein Einfamilienhaus leisten? Ja, im Vergleich zu den 90ern, den frühen 2000ern. Ja? Das sind Lügner. Die können sich ja nicht mal mehr ein Auto leisten. Ja. Peter Büstron, haben Sie bestimmt gelesen. Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Listenplatz 2 für Europa, wird jetzt vom tschechischen Geheimdienst beschuldigt, Geld von einem pro-russischen Netzwerk kassiert zu haben. Also letztlich von Putin. Büstron bestreitet das. Tatsächlich sind seine Reden aber lupenreiner Kreml-Sprech. Immer. AfD-Leute sitzen im Verteidigungsausschuss in Berlin. Natürlich ist das ein Sicherheitsrisiko. Was denn sonst? Hier die passende Show-Idee. Stopp. Von dem Macher der Schillerstraße. Ein, was ist das? Ein Verteidigungsrisiko oder was hat er gesagt? Was war der genaue Wortlaut? Ich spule einfach zurück. Ja, okay. Lupenreiner Kreml-Sprech. Immer. AfD-Leute sitzen im Verteidigungsausschuss in Berlin. Natürlich ist das ein Sicherheitsrisiko. Was denn sonst? Okay. Hier, die passende Show-Idee. Stopp, stopp. Ein Sicherheitsrisiko. Wir reden da über ein Sicherheitsrisiko, als ob die AfD, nachdem wir Höcke da im TV-Duell über den Ukraine-Konflikt haben reden hören, die Partei ist, die diesen Krieg weiter vorantreiben möchte, mit Waffenlieferungen, weiteren finanziellen Hilfen für die Ukraine. Das ist nicht die AfD. Die AfD ist nämlich für Friedensverhandlungen. Es sind die Grünen. Es ist die SPD. Es ist die Ampelregierung, die sagt, ja, okay, komm, wir schicken noch die und die Waffen dahin. Ja, was man damals angefangen hat mit, ja, wir schicken ein paar Helme, damit die sich schützen können, sind jetzt einfach richtig schwere Artillerie oder richtig fette Geschütze und sowas. Ja, neben den 8 Milliarden, die sie dahin schicken, damit sich die Ukraine Waffen kaufen kann und sowas. Also von mir aus, ja, helft der Ukraine gerne mit Ernährung, also mit Nahrung, mit Wasser und sowas, ne? Aber ja, aber selbst dann, weißt du, egal wie du dich einmischst, wenn du denen Nahrung lieferst, dann haben sie wieder Kohle frei, die du dann in Waffen investierst. Ja, klar, aber ich meine, wir haben da humanitäre Hilfe, die wir da hinschicken. Okay, gut. Kann man noch irgendwie verargumentieren, ja? Da hätten die wenigsten Leute was gegen und das wäre ja auch schon, das wäre okay. Und wenn ich dann höre, ein Vogt, der da steht in diesem TV-Duell und sagt mir dann da, ja, wissen Sie, es gibt da dieses Sprichwort, stellen Sie sich vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Ja, aber das Sprichwort geht noch weiter, dann kommt der Krieg zu dir. Okay, also will er damit sagen, wir sollen jetzt alle in den Krieg in die Ukraine metteln, damit er nicht hier hinkommt? Es ist Bullshit anzunehmen, dass der Krieg hier hinkommt. Ja. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er das festmacht. So, ja, jetzt ist die Ukraine. Ich weiß nicht, ob dem klar ist, dass der Krieg in der Ukraine ganz im Osten, bei Donetsk oder so, stattfindet, ja? Wenn, dann müsste der erstmal noch durch die komplette Ukraine metteln, Kiew einnehmen, dann kommt Polen und dann können wir sagen, oh, jetzt könnte es aber auch problematisch werden, ja? Da gibt es keine Anzeichen für. Und diese Behauptung aufzustellen, ja, gib ihm noch 8 Jahre und dann steht er hier an der deutschen Grenze. Naja, das kann ja nicht allzu schwer sein. Der wird einfach drüber gehen. Hier gibt es ja auch keine Grenzkontrollen und keine sichere Grenzen. Das sind Verschwörungstheorien, weil es keinen Punkt gibt, woran man das festmachen kann, dass der hier rüber gemettelt kommt. Das sind irgendwelche Verschwörungen. Von den Machern der Schillerstraße, jetzt neu im russischen Staatsfernsehen. Die irre Impro-Comedy Stalinstraße. Kandidat Peter hat einen Knopf im Ohr und muss immer genau das sagen, was Spielleiter Wladimir ihm live aus Moskau vorsagt. Es ist alles so fucking unlustig. Es soll auch gar nicht lustig sein. Pseudosatire, Propaganda-Scheiße. Warum habe ich heute zugestimmt, mir den Scheiß anzuhören? Ohne Witz, ey. Das ist halt jetzt wieder dieser Boomer-Humor in Anführungszeichen, der durchkommt. Ja, es ist halt wirklich, wirklich, oh, der hat eine richtig geile Zigarre liegen, kann das sein? Rechts auf seinem Schreibtisch? Ja, ist das eine Zigarre? Das könnte auch irgendwas anderes sein. Ja, okay. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, ey, es ist halt wirklich... Das ist eine Lupe, Boosty. Oh, okay. Okay. Aber es ist halt wirklich, wirklich katastrophal, sich das hier anzugucken, Alter. Dafür zahlen wir, ne? Unser Geld bei der Arbeit. Dafür, dass wir so durch den Kakao gezogen werden, Alter. Permanent hier beleidigt werden. Permanent unsere Ansichten komplett verdreht werden und wir zu den letzten Wichsern in der Nation gemacht werden. Dafür zahlen wir. Wie kann man eigentlich bis zum jetzigen Moment nicht AfD wählen? Wenn man sich so eine Scheiße geben muss, dann. Oh Gott, ich will. Was soll man hier glauben? Das ist doch nicht lustig. Ja. Wenn ich Satire gucken möchte, gucke ich was Lustiges. Doch, aber nicht diese Scheiße. Soll ich dir sagen, warum das lustig ist? Weil es die Leute nicht betrifft. Die denken sich dann so, ja, natürlich. Da wurde er jetzt fertig gemacht. Der heult ja fast, ey. Ja, da wird er schon recht haben. Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Stopp, das ist doch nicht falsch. Das ist doch nicht falsch, wenn man sagt, die NATO hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Wir haben da Bodentruppen von Frankreich in der Ukraine. Frankreich ist ein NATO-Mitglied. Die NATO-Osterweiterung. Da kann man auch sagen, ja, die NATO hat sich erweitert Richtung Russland. Also, das ist doch nicht falsch. Nein, die stehen da ganz zufällig. Das ist eine böse Verschwörungstheorie, die du gerade hier erzählst. Machen Urlaub. Alles Zufall oder so. Machen Urlaub. Ja, genau. Die sind da. Die wollen einfach mal kurz vorbeikommen und dann gehen die wieder. Direkt im Anschluss, Hans Blatzki, die Dating-Show in der deutschen Senioren, will die Russen begabeln. Ja, Hans Blatzki und die Stalinstraße. Absoluter Einschaltbefehl, meine Damen und Herren. Sonst geht's ab in den Gulag. Doch zurück zu unserer Ausgangsfrage. Soll man mit Rechtsextremen diskutieren, sie in Talkshows einladen? Angesichts der aktuellen Umfragen würde ich sagen, ja, was denn sonst? Man muss sie halt nur inhaltlich stellen. Stopp, das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Man muss sie doch nur inhaltlich stellen und dann die Highlights von dem Vogt, die er eben einblendet, anstatt er ihn mal inhaltlich stellt, weil das ist Vogt so gut wie gar nicht gelungen. Höcke hat ihn inhaltlich komplett an die Wand gefahren und dann wurden seine Highlights eingeblendet. Nazi-Schloss auf Schnellroder, was war das andere? Hier, man muss sie gar nicht mehr Faschist nennen, das hat schon ein Gericht gemacht, der Reichskanzler Höcke und so weiter und so fort, ne? Junge, und jetzt erzählt er mir ernsthaft, man muss sie inhaltlich stellen? Dann zeig uns mal bitte Stellen, und er wird sie ja, wenn es die gibt, wird er die ja anführen aus diesem TV-Duell, wo der Vogt Höcke inhaltlich gestellt hat. Es kann bestimmt die eine oder andere Stelle geben, wo der Vogt nichts Blödes mal gesagt hat. Ja, weil, sind wir mal ehrlich, viele CDU-Wähler, die ja, die wählen die AfD einfach aus Prinzip, weil sie sagen, ja, die kann man ja nicht wählen. Aber sagen 1:1 AfD-Talking Points. Wuppi, du hattest schon ganz oft mit irgendwelchen Leuten oder Partnern auch das Gespräch, dass du mit Leuten ins Gespräch kommst und sagst so, ja, guck mal, hier die und die Probleme, ja, ich weiß, die sehe ich auch. Guck mal, ja, und na, genau, ja, doch, das ja, Problem ja, sehe ich auch. Und dann am Ende, nee, die kann ich nicht wählen. Wieso denn nicht? Du hast doch jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, dass du die und die Probleme auch siehst, aber die AfD möchte doch präsentiert dafür Lösungen. Ja, nee, das geht aber nicht. Ja. Das ja, dann friss halt die Scheiße, die hier kredenzt wird. Das ist mittlerweile das, was ich wirklich an einem Infostand, was ich den Leuten sage. Ja, dann lebt doch mit dem Scheiß. Viel Spaß, wohlbekommt's. Auf Wiedersehen. Ich bin gespannt, was er anführt jetzt. Wie Klaus einer neuen Sendung. Klaus aber fair. Ernsthaft? Mit Klaus von Wagner. Hallo, liebe Zuschauer. Ey, das Maximilian Krach. Klaus aber fair heute zum Thema Hilfe. Ich moderiere eine Talkshow für AfD-Politiker. Stopp, inhaltlich stellen, was aber gar nicht geht, weil. Jetzt machen die daraus ein Satire-Format, dass man die AfD inhaltlich stellen soll, anstatt ja einfach mal Highlights aus dem Gespräch von dem TV-Duell, so heißt das hier. TV-Duell Vogt versus Höcke, darf man mit Faschisten reden? Anstatt er da einfach mal wirkliche Highlights einblendet, wo er ihn inhaltlich gestellt hat. Weißt du, warum er die nicht einblendet? Weil es sie einfach nicht fucking gibt, Mann. Ja, ja, sie würden sich jetzt natürlich rausreden mit, ja, das ist ja eine Satire-Sendung, wir arbeiten das satirisch auf. Ja, dann seid aber mal lustig, würde ich dann drauf antworten. Dann könnt ihr auch gerne Satire machen. Weil die Leugnen, etwas sperriger Titel, nichtsdestotrotz, ich begrüße heute Abend dieser Flagge von der AfD Niedersachsen. Das behaupten Sie. Nein, das, also ja, das, also jedenfalls ist es sehr schön, dass Sie heute Abend da sind. Das ist nur Ihre Meinung.
Ja, und heute Abend probieren wir mal etwas richtig Neues, nämlich einen Live-Faktencheck, für den ein Redakteur in Echtzeit den Wahrheitsgehalt sämtlicher Aussagen in dieser Sendung überprüft. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, Frau Flager. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Dienstag ja die Schweiz verurteilt wegen zu wenig Klimaschutz. Ist Klimaschutz jetzt offiziell Menschenrecht? Haha, yes! Und da haben wir es wieder, das größte Märchen seit Rumpelstilzchen, Klimawandel! Erstens, ist sich die Wissenschaftler überhaupt noch nicht einig? Zweitens, sagen seriöse Forscher, Schuld ist gar nicht CO2, sondern die Sonne. Ja, wo kommt denn die Wärme her? Von der Sonne! Und dann wird diese ganze Wärme auch noch von Millionen von Windrädern verteilt! Also... Ich hab wirklich Schmerzen. Normal, ich hab da wirklich eine große Toleranz, aber das geht mir hier wirklich echt gegen den Strich. Also, ja, diese Aussagen, die da jetzt gerade satirisch aufgearbeitet werden, wie von Frau Storch, ja, man sollte die Sonne verklagen, die macht das hier doch warm und die Ozeane und hier und da und das ist sich die Wissenschaft nicht gar nicht einig. Weidel hat das mal gesagt. Ja, okay, fair enough, den Punkt gebe ich denen. Aber pass auf, mir ist scheißegal. Also, wenn man mich jetzt fragt, ist Klimawandel, was war die Ausgangsfrage? Ist Klimawandel jetzt Menschenrecht? Nee, Klimaschutz ist Menschenrecht? Oder sowas? Mhm. Alter, da würde ich sagen, pass auf, es juckt mich nicht, denn wenn das so wäre, dann können, was willst du jetzt machen? Willst du China vom Internationalen Kriegsgerichtshof verklagen, wegen internationalen Brechen vom Menschenrecht, weil die so viel CO2 in die Welt ballern, 30% an den CO2-Ausstoß im Gesamten? Ja, viel Spaß dabei. Ja, dann, also, was soll das jetzt hier, ja? Also, wenn wir... Ich leugne die Existenz, beziehungsweise, nee, das würde ja auch noch was völlig anderes bedeuten. Ich sage, es gibt keine Menschenrechte, weil dieser Universalismus eben auf alle Wertesysteme, die jeder Mensch auf diesem Planeten halt so haben kann, eben nicht funktioniert. So, ganz einfach. Ja, Menschenrechte sind definiert vom Westen, ne? Ja. Ja, also Menschenrecht per Definition, wie wir es hier haben, ist einfach ein westliches Konstrukt. Ja, also der Aussage kann ich so mitgehen. Es wäre schön, wenn jeder auf der ganzen Welt so leben würde wie wir hier. Aber das kannst du halt nicht erzwingen, ne? Und alles andere wäre halt... Ich fände es persönlich gar nicht so schön, weil dann brauchst du ja nirgendwo mehr verreisen, dann ist ja überall auf dem Planeten alles das Gleiche. Ist ja jetzt auch nicht so der Hit. Ja, boah, was wollte ich anführen, Alter? Ja, jedenfalls, was ich, glaube ich, anführen wollte, es ist mir kackegal, was wir über Menschenrechte und Klimawandel und sowas reden. Präsentier mir eine Lösung. Ja, und red mir nicht von, ja, wir müssen die ganze Wirtschaft hier reduzieren auf der ganzen Welt oder sonst was und uns unseren Wohlstand riskieren und sonst was und so viel Millionen in oder Milliarden in irgendwelche Förderprojekte ballern, damit wir klimaneutral werden und so. Nein, so ist nicht. Ich rede gerade ein bisschen wie Leon Lovelock, der sagt auch immer so oft so. Stimmt. Na, also, wenn wir wirklich nach dem leben, was ihr hier propagiert, dann ist doch eh schon alles zu spät. Also, was ist hier das Problem? Ja? Und dann kann es auch dem AfD-Politiker, der mal wieder zum x-ten Mal gefragt wird, glauben Sie an den Klimawandel, scheißegal sein. Der kann dann sagen, pass auf, es spielt keine Rolle, was ich glaube. Ja, von mir aus gebe ich euch den Punkt, das ist alles menschengemacht, okay. Was passiert denn, wenn wir hier in Deutschland alles auf Null fahren? Können wir damit den Klimawandel dann stoppen? Nein, weil das ein globales Ding ist. Also, worüber reden wir hier? Das ist eine unsinnige Debatte, da brauche ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist die einzige Antwort, die ich mittlerweile nur noch akzeptiere, weil es ist eine Ersatzreligion geworden, weißt du? Dieses, jetzt ist es nicht mehr Gott, der uns bestraft, jetzt ist es einfach, keine Ahnung, alter fucking Mutter Natur. Jetzt ist es der Klimawandel, dieses Wesen, was du nicht greifen kannst, aber es ist da und es bedroht dich, wenn du nicht eine Opfergabe gibst. Ja, ja, wenn du nicht die Gebote befolgst und sowas. Ja, das kommt schon hin. Ja, also man kann da wirklich eine Analogie dafür machen, dass wir hier von einer Ersatzreligion sprechen. Um Leute zu provozieren, sage ich manchmal, wenn sie mich nach meiner Konfession fragen, sage ich dazu, Ich bin kein gläubiger Mensch. Ich glaube weder an das Christentum noch an den Islam noch ans Klima. da werden sie richtig schön sauer. Da werden sie richtig schön sauer. Ja, ja, aber es stößt sie erst sauer auf, wenn du sagst, das mit dem Klima. Nicht vorher so, ja, oh, nicht, ja, nicht natürlich, Gott, natürlich. Nicht Allah, nicht was weiß ich, nicht Buddha oder sonst was, nicht Moses. Ja, aber sobald du es auf eine Stufe mit Religion stellst, oh, da werden sie sauer. Ja, ja, das ist für sie so, Gotteslästerung. Ja, okay, das andere, das kann man ja alles wirklich nicht beweisen, aber was, der Klimawandel, der ist doch hier wissenschaftlich bewiesen und sowas. Ja, dann werden sie sauer, ne? Weil du dann nämlich nicht nur ein quasi blasphemisch über den
Gott des Klimawandels äußerst. Du lehnst ihn ja sogar ab. Und das macht dich auch noch zu einem Wissenschaftsleugner. Denn über dem Klimawandel gibt es noch einen. Das ist keine monotheistische Religion quasi, so gesehen. Denn über den, es gibt mehrere Götter. Und ganz oben steht einer. Vielleicht könnte man das so vergleichen. Der Klimawandel ist ein Prophet, aber oben drüber steht die Wissenschaft als Gott. Ja. Bitte vertiefe dieses Thema eines Tages mal in einem Video, wo du wirklich mal so ein paar Ränge und sowas halt auflistest. Ich würde mich mal interessieren, wie du denkst. Ich mache mir da mal gerne Gedanken zu. Das kam mir jetzt gerade einfach so spontan. Ich habe auch ein bisschen zu viel Gönnergy, muss ich sagen, getrunken. Also da ist die Zunge schon da mal ein bisschen lockerer. Ne? Das kennt Panda sehr gut. Oh, ja. ja, aber wie gesagt, also mein Punkt ist da klar. Ja, gebe ich euch alles. Ja, okay, der Mensch hat 100% an dem ganzen Klimawandel schuld. Okay. Was bringt es, wenn wir hier in Deutschland alles runterfahren? Wir sind trotzdem verloren. So, das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Und jetzt lass die Schrulle da weiterreden. Wind! Ah, absoluter Irrsinn! Die übrigens nur gebaut werden, um deutsche Vögel gezielt zu ermorden. Kennt ihr eine einzige übergewichtige AfDlerin, die irgendwie einen hohen Posten innehat? Mir fällt nicht einer ein. Alter, ich muss jetzt wirklich überlegen. Ich kenne keine übergewichtige AfDlerin tatsächlich. Interessant, oder? Überdurchschnittlich viele schlank, ne? Ja, die medienwirksam arbeiten. Also es ist keine Ricarda Lang, keine Claudia Roth dabei. Nee. Die auch, ich habe neulich so ein Video gesehen, Alter, da saß Ricarda Lang, ich weiß gar nicht, wo das war. Und ja, jetzt kann man sagen, ja, die Cola sei ihr natürlich gegönnt. Ja, soll ja nicht so sein, aber es war halt schon sehr lustig in diesem Short-Video aufgebaut, sag ich mal, ne, so, ich glaube, unten drunter war die Tonspur von einem Reichelt, der sagte, sehen Sie sich diese Frau an, diese Frau wird in einer Woche 29 Jahre und hat in ihrem ganzen Leben noch nie gearbeitet und hat so traurige Musik darunter und dann, wie sie so an dieser Cola nippt immer wieder. Ich dachte so, Alter, ihr seid doch. Aber sei gegönnt, die Cola, so ist es ja nicht, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja auch etwas korpulentere Kerle in der AfD, ne? So ist es ja jetzt nicht. Ja, also gibt's genügend. Richtig. Wie hieß nochmal der Koch aus Berlin? Lindemann. Ja, genau. Gunnar Lindemann war das, ne? Ja. Ja, das ist schon ein ganz schöner Krawenzmann, ne? Ja, ne, also von daher kann man jetzt so polemisch, sag ich mal, sagen, ja, aber ist jetzt nicht so, dass die AfD hier an körperlicher Fitness bestimmt die Speerspitze stellt oder sowas. Von den ganzen Parteien würde ich sagen, schon doch. Vielleicht, ja, aber ist auch da noch ausbaufähig. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sowieso eine Liftokratie einführen wollen. Eine Liftokratie von... Ja, ja. Liftokratie, also wer am meisten heben kann, der hat am meisten Stimmgewalt. Und dann sitzen dann im Bundestag dann halt nur noch so Markus Typen, so fette Stiere, weil der Bundestag muss um 50% erweitert werden, einfach weil die nicht nebeneinander sitzen können. Und alle trinken so ihren Shake, während sie Muscle-Shirts dann da sitzen. Und so. Junge, Alter, kennst du dieses Video, wo Markus Rühl einkaufen geht? Ja. So sitzen die da. Ja, so stelle ich mir eine gesunde Lüftokratie vor. Was hältst du von einer Testokratie? Oh ja, oh, das klingt doch besser. Das klingt gut, oder? Ja. Da sitzen dann nur so behaarte Monster da und schreien sich gegenseitig an. Alter, Panda und Wuppi, kennt ihr Kyriakos Grizzly? Nee. Ja. Eine absolute Legende. Panda, du musst dir vorstellen, das ist so ein Typ, der hat jetzt so eine Hantel, so eine olympische Langhantel auf irgendwie, ja, ich sag mal Boxen oder sowas draufgestellt und hat da ganz viel Gewicht drauf gemacht. Das Ding wiegt safe 250 Kilo oder so. Und jetzt hebt er das einfach nur, er geht dann mit seinen Armen drunter, verschränkt die an der Brust, sodass die Hantel durch seine Ellbogen geht, ne? Also durch seine Ellbogenbeuge. Und dann hebt er die so
und geht so ein bisschen ins Hohlkreuz, dass das Ding so auf seiner Brust liegt. Der Typ ist richtig massiv, ne? Und dann hebt er einfach nur diese 250 Kilo an, hält die so, wippt damit ein bisschen hin und her, setzt die ab und dann fängt er an, um durch die Gegend zu schreien. Er so, und ich so, ich gucke das Video und mein Testo-Gehalt ist einfach gestiegen. Ja. Ja, dann lass uns die gute Frau hier angucken, die auch offensichtlich zu viel Testo hat. Oh, ja. Die wiederum durch ausländische Vögel ersetzt werden, das ist klar. So, Windenergie statt russischem Gas, denn das wird ja boykottiert, seit Präsident Biden die Ukraine angegriffen hat. Assistiert von einer unfassbar dummen Außenministerin Baerbock, die übrigens keine Berufsausbildung hat, keinen Schulabschluss, hier nicht meine Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen, das wissen viele gar nicht. Ja, da war ja recht viel dabei. Ich weiß nicht, was sagt der Faktenchecker? Stopp. Ich höre gerade. Das hättest du noch viel besser visualisieren können, indem der Typ komplett nass geschwitzt da sitzt, weil er so hart gearbeitet hat. Mhm. Hat gekündigt. Gut. Gott, hätte ich die Banklehre doch zu Ende machen sollen. Stattdessen ist es jetzt mein Beruf, so zu tun, als wäre die AfD eine normale Partei mit ernstzunehmenden Argumenten. Ich muss sogar den Bernd ernst nehmen, wenn der Sachen sagt wie... Wenn ich durch unsere Städte gehe, dann denke ich immer, das, was ich hier sehe, müsste ich eigentlich mit dem Begriff Umvolkung beschreiben können. Wir Deutschen sollen ersetzt werden, liebe Freunde. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ja, liebe Gartenfreunde, es ist Frühling, da wird wieder fleißig umgefolgt. Umvolkung, der große Austausch. Ein Motiv für fast alle rechten Terroranschläge der letzten Jahre. Aber ein Bernd, der sowas sagt, den muss man... Was? Warte. Welche rechten Terroranschläge wurden mit dem großen Also erstens, welche... Ich weiß, welchen er meint. Ich glaube, er meint den neulich in Russland, in dieser Oper. Ach nee, warte, da habe ich mich vertan. Dann weiß ich, welchen er meint. Auf dem Berliner Wein, nee. Auch nicht. Ich weiß es. Hier, London 2005 in der U-Bahn. Aber nee. Meint er Madrid 2004? Oh, nee. Alter, wir wissen es doch. Die deutsche Liebe zu Flugzeugen. Es war 2001 war es auch nicht, ne? Ohne Scheiß, wenn wir hier regieren sollten, das Erste, was wir machen, erstmal alle raus aus diesen Gebäuden, ja, diese ganzen GEZ-Schranzen, alle auf die Straße setzen, die Gebäude in die Luft. Oh mein Gott, ich muss hier Scheiße schneiden. Die komplette Infrastruktur, damit sie nicht wieder Fuß fassen können, egal was passiert. Oh, Wuppi, Alter, du machst mir viel Arbeit. Warum? Das kann ich nicht drin lassen, Alter. Ich kann auch sagen, dass ich auf demokratischem Wege gerne abstimmen würde, dass man die planiert und von mir aus, keine Ahnung, ein Flüchtlingsheim drauf baut. Einfach so demonstrativ, Arsch lecken. Ja, das ist auf demokratischem Wege. Bitte? Ich frage Busti, ob das drin ist oder cuttet. Der soll das drin lassen. Ich bin dafür, dass wenn wir 51% haben, dass wir diese und demonstrativ etwas völlig Sinnloses da drauf bauen. Nee, wir führen den Gebäuden schon sinnvolle Arbeit zu. Stimmt. Nein, also ganz ehrlich, sollte die AfD bundesweit in die Regierung kommen, dann gibt es nur noch eine Sache. Ab jetzt kann sich der ÖRR oder ab dann kann sich der ÖRR ganz normal wie jeder private Sender über Werbeeinnahmen finanzieren. Das reicht mir nicht. Ich will Reparationszahlungen für das, was sie hier. Nee, die Scheiße guckt sich dann keiner mehr an, Alter. Ich würde gerne mal veröffentlichen, die ihre, sag mal schnell, Zuschauerzahlen. Boah. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob man das irgendwie online nachsehen kann. Das wäre natürlich echt eine schöne Offenlegung, wie ich fände. Aber diese Kacke guckt sich doch, also das guckt sich doch live im Fernsehen kaum einer an. Also wer guckt denn bitte neben den Tagesthemen abends um 20 Uhr
das Abendprogramm oder das Abendprogramm danach oder davor auf dem ZDF, also irgendwelche Boomer, ja, aber. Ja, genau, irgendwelche Boomer, die halt ja abends einfach. Die halt da hängen geblieben sind. Alter, ich kenne keinen in meinem Alter, der sagt, ja, ich habe nur einen Fernseher zu Hause und gucke dann abends Fernsehen. Also, nee, Mann. Meistens ist YouTube hat das Ganze abgelöst. Deswegen sind die auch so aktiv auf YouTube und laden da alles hoch. Ja. Ich meine, wir gucken es ja auch da. Würden die das nicht auf YouTube hochladen, wir würden da absolut nichts von mitbekommen, weil sich keiner den Bums anguckt im Fernsehen. Natürlich trotzdem ins Fernsehen einladen, oder, Frau Flake? Ha? Ich hab grad nicht zugehört. Ich musste kurz was Geiles bei TikTok posten. Extrem gut aussehende AfD-Politikerin zerstört ZDF-Zwangsgebührenstricher. So, das ist genau das, warum das... Die wollen keinen Diskurs, die sitzen nur in Talkshows und übrigens auch im Bundestag, um Futter für ihre Idioten schnitzen im Internet zu kriegen. Stopp. Peinlicher GZ-Loser heute rum wie ein kleines Mädchen. Hat er uns gerade als Idioten dargestellt? Ihre Idioten! Ja, komm, mach mal weiter, Alter. Das ist so. Sinnlos, was hier, aber hat das überhaupt mal funktioniert, die inhaltlich zu stellen? Ha? Genau, ja, einmal hat das funktioniert. Einmal! Ja, wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen. Ja, da haben Sie einen Punkt. Das war maximal peinlich. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Er hätte sagen können. Er hat selber die Banane hingelegt. Ja, und dann ist er drauf ausgerutscht. Ist voll in Ordnung. Muss er. Der erste valide Punkt in diesem Video. Ja. Aber ist das jetzt das inhaltliche Stellen? Ich meine, er hätte auch sagen können, du, bin ich ehrlich, da fällt mir keins ein. Auch ich habe leider diese Bildung der deutschen Volksschule nicht mehr genießen können. War das zu rechts? jeden Fall im Sinne von. Ja, da hätte er sich noch retten können, aber tja. Auch in meiner Jugend kam es zu kurz. Und dann muss er den Bre fragen, was ist denn dein Lieblingsgedicht, Alter? Und stell mir vor, das ist so ein richtiger Nerd und er so, ja, kommt mir dann an mit Goethe oder so eine Scheiße, Alter. Ist Goethe ein Dichter gewesen oder ein Musiker? Eins von beiden, ne? Okay, Mädels, das war ein Witz, das war ein Witz. Ich muss jetzt auf, dass ich ertrage das auch nicht mehr. Ich muss meine Pillen nehmen. Das ist kriege ich nicht mehr hin. Ja, sag dann mal danke, dass du dabei warst. Dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Jo, haut da rein, ciao Kakao und Middle of. Tschüss. Oh je, der Arme war fertig. Alter, es ist auch wirklich hier ganz fürchterlich. Ja, okay, komm, stell die AfD inhaltlich. Und was zeigt er mir hier? Ein Interview von Chrupalla im Sommerinterview 2000. Wann war das? 22? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ja, okay, super. Er hätte ja sagen können, boah, ja, die Texte von Capital Bra finde ich gut. Ja. Ja, okay, ne? Ist ein valider Punkt. Ja, Panda, hast du ein Lieblingsgedicht, was du jetzt anführen könntest? Ein Lieblingsgedicht? Da fällt mir spontan ganz ein. Also von Goethe kenne ich natürlich alles. Nee, keine Ahnung. Was ist denn dein Lieblingsgedicht, lieber Busti? Ich finde eine Oper tatsächlich ganz schön. Das ist ja kein Gedicht. Naja, es reimt sich auch, ne? Ja, aber das ist ja was anderes. Okay, also zählt das nicht als Gedicht? Nee. Aber was ist denn deine Lieblingsoper? Das kannst du ja schon mal beantworten. Ja, die Zauberflöte heißt es, glaube ich. Oh, die Zauberflöte mag ich auch. Ja, guck mal, Alter. Kultur, sag ich dir, Junge. An Gedichten, da gibt's ja zum Beispiel den Erlkönig von Goethe. Das ist ja ein gutes Gedicht. Ah, siehst du, Goethe. Ja. Goethe und Schiller gibt's auch noch. Ja. Ja, aber komm, ich muss mich jetzt nicht blamieren und so ein paar Dichter aufzählen. Lass mal weiter gucken. Eine Sternstunde des deutschen Journalismus. Wo wir gerade dabei sind, Frau Flake, was wäre denn so Ihr Lieblingssonett aus dem 18. Jahrhundert? Was? Verstehe. Dumme AfD-Troller von ZDF, Legende zu Klumpke, das? Und das war Klaus aber für einen wunderschönen Abend noch. So, das kriegst du sowas Ja. Ist das hier jetzt vorbei, Panda, oder wie lange geht das noch? Nee, es geht noch weiter. Oh Mann, Alter. Ja, ich wollte kurze Kunstpause machen, damit wir uns da mal sammeln können. Ja, jetzt geht's zurück zur Welke. Ich will lieber wieder über Gedichte schwurbeln.
Das ist weniger peinlich, als das sich weiterzugeben. Ja, aber auch Panna, komm. Also, das Beste, was sie haben, ist, guck mal, Kopala fällt kein Gedicht ein. Ja, okay, peinliche Situation, aber ja, das ist nicht inhaltlich stellen. Es tut mir leid. Man muss die AfD inhaltlich stellen und dann kommen die mir mit einer peinlichen Situation. Also, wenn ich jetzt sage, wir müssen die CDU inhaltlich stellen und dann sage ich zu dem, ja, Höcke hat gar das gesagt. Das ist nicht inhaltlich stellen, es tut mir leid. Ja, dann führ doch einfach irgendwas aus dem Wahlprogramm aus oder sowas. Hm. Was soll das denn? Ganz merkwürdig. Ja, okay, ich glaube zumindest, das Thema ist schon vorbei. Ist das so? Aber das ist doch das Ganze. Ja, die haben bei der Hauteschuh ja immer mehrere Themen. Ich schätze mal, das erste haben die halt abgehackt. Jetzt geht's irgendwie um die Grünen. Immerhin werden die auch gedisst. Aber ob auf demselben Niveau ist halt die Frage. Ja, möchtest du ab hier Feierabend machen oder machen wir das als zweiten Teil? Wie du möchtest. Okay. Ja, offenbar sind wir thematisch durch mit dem Vogt vs. Höcke TV-Duell. Darf man mit Faschisten reden? Die AfD muss inhaltlich gestellt werden. Alter, es war ein Desaster. Also das waren jetzt wirklich gut 15 Minuten der Tiefpunkt. Das ist wirklich der absolute Tiefpunkt gewesen, was ich bisher von der Heute-Show gesehen habe. Es war echt schlimm. Was soll man sagen? Einfach nur beleidigt. Die hatten einen Punkt am Ende, der aber nichts mit Höcke zu tun hatte. Ja. Ja. Also, und der war auch nicht inhaltlich. Es war ein peinlicher Punkt. Okay. Ja, ja, ja. Geben wir schon mal was also Peinliches. Es war passiert. Jetzt kein Punkt aus dem Wahlprogramm, den man hätte anführen können oder ja. Was auch immer. Ich meine, es ist auf einem Niveau gewesen von, ja, Frau Lang, wie hoch ist denn die Durchschnittsrente in Deutschland? Schätzen Sie mal. Boah, ja, 2000 genau netto. Peinlich. Ja, peinlich, ne? Wenn du gerade besonders in diese Kerbe schlägst mit, ja, man muss hier mehr deutsche Kultur fördern, mehr deutsche Lieder, mehr deutsche Gedichte. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht? Jo, Alter. Das ist ein guter Vergleich mit dem zu lang. Das ist genau, ja. Ja, aber es zeigt dann halt einfach, okay. Wobei ich das halt noch schlimmer finde. Jetzt, also das mit lang. Weil er zeigt jetzt, okay, das betrifft nicht uns alle. Und er schätzt die Lage in Deutschland nicht völlig falsch ein, sondern er hat halt einfach kein Gedicht parat gehabt. Ricarda Lang hingegen schätzt die Lage in Deutschland sowas von katastrophal falsch ein und sagt, ja, so 2000 netto oder 1,5 oder netto, irgendwie sowas hat die gesagt. Das ist einfach absurd. Was denkt sie, also welcher Rentner, der 2000 netto im Monat noch bekommt, hätte denn Geldprobleme? Also bei den Strompreisen heutzutage. Ja, okay. Ja. Nee, okay, dann würde ich sagen, Panda, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, dass ihr dieses Elend, ne, wenn ihr nicht abgebrochen habt, ich lese sehr oft Kommentare, dass die schreiben, ey, super toll, dass ihr euch das anguckt, aber ich kann mir das nicht angucken, es tut mir leid. Nicht mal mit eurem Kommentar. Kann ich verstehen. Ja, es ist halt, also das war wirklich absolute Endstufe. Danke euch und wir sehen uns im nächsten Video. Wuppi. Sie wollen, ja, dass ich fahre, lelele. Doch, ich habe eine Knarre, lelele. Und damit schieße ich auf euch an, lelele. Ich distanziere mich von diesen Gewaltaufrufen. Ja, aber sie wollen, dass ich fahre, lelele. Ja. Alles hat einen Grund, lelele. Wann komme ich zu Vernunft? Komm, lass das Video jetzt loslaufen.